Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Dragon Warrior 2. Ich habe keine Ahnung, was mit Dragon Warrior 1 passiert ist und ich habe es auch nicht gegoogelt, deswegen habe ich keine Ahnung, was ist los mit Dragon Warrior 1. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare hauen. Ich spiele jetzt Dragon Warrior 2 am NES und ich habe hier schon. Moment. Bombenstimmung. Bombenstimmung. Ja, mal schauen. Es gibt mehrere Teile am NES und ich spiele jetzt mal hier den zweiten. Mal schauen, was da so geht. Ich kenne die Serie überhaupt nicht. Habe ich was versäumt? Wir werden es hier herausfinden. Dragon Warrior Part 2. Ja, die Pixelgrafik ist ja schon mal sehr schön. Viel Arbeit gemacht mit Animationen hier zum Start. Naja. Vielleicht wird das ja wirklich was. Mal schauen. Sound passt auch, ja. Gut, Start. Ja, ein neues Quest, gerne. Her damit. So, wie heißen wir? Es gibt Zahlen. Nö, okay, dann keine Zahlen. Dann nehme ich den Link. Link selbstverständlich. So, da. Normal bitte. Ah, ein Prolog. Eine kleine Einführung hier auf Englisch. Ihr dürft es gern selber lesen. Ich übersetze jetzt nicht on the fly. On the fly übersetzen ist leider nicht drin, Leute. Sorry. Gut, jetzt wird es schon weitergehen. Bisschen Geschichte. Mal schauen, wie das Spiel ist. Ah, na, das schaut ja schon mal ganz nett aus. Okay. Jetzt passiert's. Ah, ja. Was passiert hier? Was passiert hier eigentlich? Ne? Ich bin nicht der Einzige, der sich das fragt. Aha, die Garde kommt. Oh nein, der Zauberer. Okay. Ah, da kommt er schon, der Zauberer. Na, servus. Ah, König. Der hat's drauf, der König. Der macht alle platt hier. Aha, die Tochter versteckt sich, okay. Okay, was ist da los? Ah, da ist schon wieder. Es ist sehr storylastig hier heute. Ungewohnt um NES, so storylastig. Ich will den Ton ein bisschen leiser machen. Ich habe das Gefühl, ich schreie ins Mikro. Sorry, falls das der Fall ist. Und schon wieder ein Kampf. Oh, jetzt kommen zwei. Ah, ich glaube, gegen zwei wird nicht gewinnen. Habe ich so das Gefühl. Er scheint ein guter Kämpfer zu sein, aber nicht allmächtig. Oh nein, oh nein. Der König. Nein, Vater, nein. Oh mein Gott. Oh, es ist so traurig. Und sie muss noch dabei zuschauen. Sicher beachtet das Spiel. Ich höre schon auf, ich höre schon auf. Es scheint wirklich ein gutes Game zu sein. Aber langsam könnt ihr auch immer mal anfangen. Hier wird noch festgekämpft. Ja, er muss den anderen König hier wohl erreichen und ihm Bericht erstatten.
Der geht auch sehr langsam. Oh nein! Er konnte gerade noch rechtzeitig flüchten und die ganze Burg brennt. Der ganze Stein brennt jetzt. Aha. Es geht in die andere Burg, die genauso aussieht. Aha, da gibt es ja alles hier. Ein Hotel. Oh, er ist umgefallen, er ist zu hoch. Was ist passiert, sagt er. Muss sofort den König sprechen, er kann einfach nicht warten. Leider schauen alle Maxen gleich aus, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich bin erstaunt, dass es so viele Rollenspiele und Adventures dann doch gab am NES, weil man kennt ja nur so die drei größten oder so. Und von dem Rest hat man meistens ja eher weniger gehört. Zumindest nicht, wenn man total abgefreakter NES-Fan ist. Wenn man das nicht ist, weiß man das nicht unbedingt. Also ich habe das nicht gewusst, dass es so viele Rollenspiele bzw. Adventures gibt hier. Ah, okay, jetzt kann ich schon gehen. Aha. Nochmal mit ihm sprechen da. Okay. Was sagt er? Na, kann ich jetzt allen sprechen? Okay, danke für den Ratschlag. Ah, da kann ich jetzt runtergehen. Okay, ich sollte den Schatz, die Schatztruhe öffnen. Und ich muss gut zuhören. Ah, ich soll mir Helfer suchen. Okay, danke, ich werde den Rat natürlich befolgen, eh klar. Ich würde jetzt doch gerne den Tresor aufmachen. Wie mache ich den auf? Ich kann mit Schatz wohl nicht sprechen. Puh. Nichts gefunden. Vielleicht muss ich drauf gehen. Ah, okay, so geht es. Ein bisschen Gold gefunden, ja. Sehr gut. Danke, Herr König. 50. Weißt du nicht, wie viel das ist, aber wahrscheinlich viel. Okay, ich muss mich noch mit Waffen ausstatten und Rüstung. Und Items. Und was zum Spielen. Und was Süßes. Und eine Überraschung. So, bleib stehen da, blauer Mann, ich möchte mit dir sprechen. Okay. Er schaut mir der Wichtige aus. Der Mann mit dem Rauschebart. Guten Tag. Rauschebart, wie geht's Ihnen? Aha, ist es wohl ein Point. Wie kann man sich beamen? Okay. Kann ich da hingehen? Eine richtig feine Insel. Okay, hier gibt's nichts. Was soll das mit dieser kleinen Insel? Keine Ahnung. So, dann, was ist mit dir los? Ja, okay. Ich würde jetzt ganz gerne mal einkaufen, vielleicht. Gibt es da irgendwo was? Aha. Was ist jetzt los? Kann ich da durchgehen? Nichts gefunden.
Und kurz die Steuerung checken. Start, nix. Select. Ah, zeigt nur meinen Status an anscheinend. B macht nix. Und A kommt das Menü. Okay. Kann ich mal hier ausrüsten? Habe ich irgendwas? Ah, ich habe hier ein Schwert. Und ich habe lila Rüstung. Gut, habe ich die jetzt an? Scheint so. Jetzt schaue ich gleich auch anders aus, oder? Mal reden mit der hübschen Dame hier in Weiß. Was ist mit ihr da? Oder ist es ein R? Keine Ahnung. Ich muss mal kurz gehen, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Das Spiel macht mich müde. Nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Aber es ist auch schon spät am Abend und ich habe den anstrengenden Tag, also man möge mir bitte diesen Kinder verzeihen. Was verklopfst du mir her? Ja, was, ich will das kaufen. Her mit dem Zeug. Ein Herb? Ich hätte lieber ein Hohlherb. Wow. Soll ich das kaufen? Ja, was soll's, oder? Ja, hab ich gekauft. Wie ein Hund? Ein Wazi? Wuff, wuff. Ja, sowas mag ich. Sowas kann ich hier machen. Hier kann ich schlafen für 4 Euronen. Nein, danke. Gut, ich schau mal raus hier. Kann ich irgendwo kämpfen? Kommen hier jetzt Random-Kämpfe? Ja, hier kommen Random-Kämpfe. Das erinnert mich aber schon ein bisschen an Final Fantasy hier, diese Blobs. Ja, ich weiß schon, Final Fantasy hat die Blobs nicht erfunden, aber... Oder... Eigentlich nicht... Eigentlich Dragon Quest, eigentlich, was rede ich? Das ist doch voll ist das ein Vorläufer von Dragon Quest, Dragon Warrior? Puh, das müsste ich mal nachlesen. Diese Gegner schauen mir schon extrem danach aus. Heiei, das wüsste ich jetzt natürlich gerne. Das werde ich unbedingt nachher nachschauen. Beziehungsweise könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lerne immer gern was dazu. Gibt es irgendwas zu finden? Nein. Oh, und schon wieder ein random Kampf. Schleimmonster ist diesmal auch dabei. Wird man sich die angegriffen? Ah, ja. Ich will lieben, habe ich noch 26, habe ich noch. Wann erreiche ich denn ein höheres Level? Kann ich ein höheres Level erreichen? Ich denke schon, oder? Mit 22 nur noch. Weg mit dir, du Schleimbatzen. So, da. Dich mache ich auch noch fertig, ja. Und Wahnsinn, jetzt fällt mir gerade auf, ich spiele das Zeug ja schon 13 Minuten. Gutes Zeichen. Wenn ich jetzt doch 13 Minuten zuerst mal auf die Uhr schaue, dann ist das ein verdammtes Qualitätsmerkmal. Okay, wo bin ich da jetzt? Noch mehr Schleim. Ja, ich erkunde hier noch ein bisschen. Also es scheint ein gutes Game zu sein. Und ich rätsle ja immer noch, ob das was mit Dragon Quest zu tun hat. Ich habe Dragon Quest jetzt selber von den neueren so rein gar nichts gespielt. Wobei, stimmt auch nicht ganz. Ich habe Dragon Quest Builders, den ersten Teil, gespielt. Und hatte da irgendwo einen Bug und bin ab der Mitte so nicht mehr weitergekommen. Hatte dann einfach keinen Bock mehr. Ah, Level 2 erreicht. Yeah. So ein Levelaufstieg ist immer gut. Die Random-Kämpfe sind schon verdammt häufig. Okay, da greift mich so eine richtig böse Ameise an. Das geht natürlich nicht. Ameisen werden hier zertreten. Auf Wiedersehen, Ameise. So, da.
5 Meter kommt einer. Ist ja ein Wahnsinn. Ja, vielleicht sollte ich mich mir mal mit einem mit so einem Herb ausrichten. Also ich wollte das eigentlich zu mir nehmen, ja, Leute. Wieso kann ich das nicht? Ja, muss ich. Ah, habe ich sie zu mir genommen? Okay, ich habe mich irgendwie verschaut. Ich dachte, ich habe es nicht gemampft. Ui, die sind schon ein bisschen stärker. Da reicht einmal drauf und nicht mehr. Ja, jetzt ist er platt. Nummer 1 ist platt. Nummer 2 machen wir auch noch platt. Kampfsystem finde ich ganz okay. Ist jetzt nicht der Hammer, aber ist okay. Möchte da endlich weiter. Jetzt ist nur so ganz wenig weitergehen kann. Ist wirklich ein Jammer. Ich glaube, ich mache zuerst mal die Ameise vor. Ameise platt. Ja, ich werde nicht mehr lang leben, das macht aber nichts. Ich bin nicht, sobald ich tot bin, höre ich einfach auf. Das ist kein Problem. Ich möchte das Spiel ja nur ein bisschen kennenlernen und das habe ich ja bereits schon. Ganz davon abgesehen erwartet mich noch Dragon Warrior 3 und Dragon Warrior 4. Das werde ich auch noch alles spielen, ja. Alle NES-Games alphabetisch, mehr oder weniger, hintereinander. Das circa 700 Mal. Ich habe mich schon ein paar Leute gefragt, warum tust du das eigentlich, diesen ganzen alten Mist zocken? Aber so ein Mist ist das gar nicht. Da sind viele gute Schätze da versteckt hier am NES. Oh, Ratten. Nein, wilde Maus. Okay. Eine wilde Maus. Wilde Maus scheint stark zu sein. Ui, ich bin tot. Wilde Maus hat mich aufgefressen. Eieiei. Da landen wir beim König. Gut, das war Dragon Warrior 2. Ich bin begeistert. Kann man echt zocken. Also wenn man so auf alte Adventure ist jetzt nicht wirklich das Richtige, so Rollenspiele steht, sollte man sich das unbedingt mal antun. Ist ganz fein und ich werde auch noch Teil 3 und 4 zocken. Und wenn jemand weiß, was das mit Dragon, das irgendwas mit Dragon Quest zu tun hat, bitte rein in die Kommentare, immer gerne. Ich habe da so eine Vermutung. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen. Wenn ihr jeden Tag ein neues Video haben wollt, dann abonnieren. Und wenn ihr gleich weiterschauen wollt, dann schaut mal da drüben in den Kasten. Ciao, ciao.